So, gut, dann also den Server stören. Ich laufe jetzt einfach nochmal alles ab. Vielleicht habe ich ja doch irgendwo was vergessen. Aber ich Ein wüsste jetzt spontan nicht, ziemlich dreckiger Abfluss. Dort. was ich Ein hier Zink. vergessen haben könnte. Aber gut. Oh, eine Banane. Hey, was haben Sie da eben versteckt? Gar nicht. Achso. Ich habe gesehen, dass Sie etwas gegessen haben. Und dann haben Sie es versteckt, als Sie mich gesehen haben. Was war es? Ach was, ich habe gar nichts gegessen. Oh Nein. doch, es war ein langes gelbes Ding. Und wenn schon, da ist eine ganze Kiste geliefert worden. Und ich bringe den Rest zum Server, sobald ich meine nächste Pause habe. Das Essen ist für den Dämon. Das ist Nahrung für den haarigen Dämon im Gasthaus? Was für ein Dämon? Das ist ein Affe. Ein was? Ein Affe. Und Affen mögen Bananen. Und ich auch. Bananen sind ja auch toll. Sie essen Ist es für Dämonennahrung. Lebewesen nicht gefährlich, Dämonennahrung zu sich zu nehmen? Ach was. Bananen sind lecker. Der Affe ist ganz verrückt danach. Ist es für Lebewesen. Ach was. Ja, okay. Kann ich so ein Geben Sie Bananending mir haben? eine Banane zum Probieren? Nee, ich habe schon zwei gegessen und der Affe braucht ja auch noch welche. Tut mir leid. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss die Stadt bewachen. Sie wollen noch mehr davon essen, stimmt's? Vielleicht. Okay, also wir brauchen eine Banane. Eine In der Tasche. Tasche? Sie gehört Herrn Schildträger. Darin liegt der Rest seines Riesensandwiches. Okay, nochmal vielleicht. Hallo, Herr Schild. Hallo, Will. Ja. Wegen des Dämonenessen. Et ja. Woher haben Sie die Dämonennahrung? Die Rollenspielfirma schickt jede Woche eine Kiste per Luftfracht. Ich nehme sie in Empfang und bringe sie ins Gasthaus. Und es stört niemanden, wenn Sie sich jedes Mal ein paar von den Dingern genehmigen? Naja, so ganz offiziell ist das vielleicht nicht. Das war ja klar. Und wenn ich dem Erzmagier davon erzähle, würde er sie dann nicht bestrafen? Vielleicht. Aber wie willst du zum Erzmagier raufkommen? Hast du ein Magierdiplom? Und wenn ich dem Erzmagier davon erzähle, Achso, ja, vielleicht. okay. Aber man könnte es ja dem Spieler. Ah, ja, Die genau. beiden Spieler regen sich sehr über technische Schwierigkeiten bei ihrem Rollenspiel auf. Ja, und? Könnten die Schwierigkeiten damit zusammenhängen, dass dem haarigen Dämon sein Essen vorenthalten wird? Na, also, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie wäre es, wenn wir den Händler und den Zaubererlehrer fragen, ob sie das für möglich halten? Immerhin zahlen sie viel Geld dafür, dass das Spiel funktioniert. Also, ich. Und falls es doch an den fehlenden Früchten liegt, wollen sie vielleicht ihr Geld zurück? Also schön, hier hast du eine Banane. Du musst die Schale abziehen, bevor du sie essen kannst. Und nun verschwinde. Vielen Dank. Sehr gut, eine Das ist die Banane. dämonische Frucht, die Server so gerne isst. Banane heißt die. Wow. Gut, dann geben wir sie ihm doch mal. Und Vielleicht hier. kann ich ihn damit ablenken. Hey, Hoffentlich. Dämon, schau mal, was ich hier habe. Was ist denn jetzt? Kannst du noch was tun? Nee, alles steht still. Ich habe ein Leck. Leck! Ja, mit Schal und allem. Ich rege mich schon nicht mehr auf. Warum sollte ich mich darüber aufregen? Was? Ich habe mit dem Spiel angefangen, weil es Spaß gemacht hat. Das tut es nur nicht mehr. Zum. Und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann sollte man aufhören. Teufel! Jorge, geht es Ihnen gut? Jorge, Sie müssen atmen. Kommen Sie jetzt hin an die frische Luft. In ein paar Tagen machen wir weiter, in Ordnung? Ich hab's geschafft. Die beiden haben aufgehört. Hoffentlich kann man jetzt halbwegs vernünftig mit ihnen reden. Der Zaubererlehrer Hoffentlich. muss mir einfach ein Diplom leihen. Wie soll ich sonst in den Turm kommen?
Juhu! Dann. Dann, dann. Ah. Ah, der Server schaltet ab. Ja. Das Spiel ist vorbei. Ob er sich darüber freut? Das Spiel ist vorbei. Es sitzt jedenfalls sehr apathisch jetzt hier rum. Für eine dritte Beschwerde hat es nicht mehr gereicht. Aber die beiden haben aufgehört zu spielen. Das ist das Entscheidende. Eben. Gut, dann... Ich glaube, ich habe die Datenbank schon genug strapaziert. Geht das? Der Dämon könnte es bemerken, wenn ich sein Tintenfässchen nehme und... Na gut, dann eben nicht. Immer noch nur den Ring. Klebeband. Eine Rolle mit einem durchsichtigen Band. Es klebt. Wow. Nimm's mit. Sehr gut. Ein durchsichtiges, klebendes Band auf einer Art Rolle. Sieht mir nach Magie aus. Vermutlich gehört es Meister Markus. Sehr gut. So, dann gibt's hier noch was. Die Maschine ist völlig tot. Ohne den Server scheint nicht zu laufen. Ja, das ist natürlich doof. Ja. Theke. Naja. So, da steht ja auch schon einer. Oh, da ist so ein Satyr oder wie die Dinger heißen. Der Krämer sieht nicht sehr glücklich aus. Ich hoffe, er hilft mir trotzdem weiter. Ja. Hallo, Herr Krämer. Was willst du? So, warum sind Sie so missmutig aus? Warum Sie so missmutig aussehen? Das dürfte dich wohl kaum etwas angehen, oder? Das nicht gerade, aber... Alles geht den Bach runter. Alles. Naja. Meine schönen Marktstände sind abgebrannt. Mein Laden ist geschlossen. Und alles nur wegen dieses Dreckspacks. Sie meinen die Schattenarmee? Unsere eigenen Anführer. Anstatt da herumzuschlawinern, sollten sie lieber mal hart durchgreifen. Ging früher doch auch. Früher habe ich 500 Pfeile am Tag verkauft. Mana-Tränke, noch und nöcher, Stärkungselixiere, Unverwundbarkeitstränke, all das gute Zeug. Aber heute kauft niemand mehr. Alle tot. Und wen kümmern meine Umsätze? Niemanden. Wie schrecklich. Und dann auch noch dieser verdammte König der Diebe. Er steht mir noch die Wurst vom Brot, wenn ich nicht aufpasse. Der König der Diebe? Der Diebe? Wer soll das sein? Eine elende, diebische Ratte. Sie hat alles Essbare aus meinem Stand gestohlen, während ich WoB gespielt habe. WoB? Hat früher schon häufig lange Finger gemacht. World of... Aber seitdem alle anderen Händler weg sind, klaut sie nur noch bei mir. Finde ich nicht ganz unlogisch. Ach was, unfair ist das. Aber mit uns ehrlichen Händlern kann man es ja machen. Was ist denn WoB? World of... Beamter? Nee, keine Ahnung. Wenn ich den König der Diebe für Sie fange, was wäre Ihnen das wert? Du? Was soll ein Winzling wie du schon gegen den König der Diebe ausrichten? Der König ist noch ein gutes Stück kleiner als ich. Außerdem habe ich Erfahrung in der Rattenjagd. Naja, schaden kann es wohl nichts. Aber ich will ihn nicht fangen. Ich will ihn tot sehen. Töten? Also ich weiß nicht. Hier ist mein Angebot. Du tötest die Ratte und bringst mir ihre Maske als Beweis. Dafür kannst du dir dann drei Sachen aus meinem feinen Sortiment aussuchen. Und beeil dich, ich bin bald weg hier. Was soll ein ehrlicher, hart arbeitender Händler noch an solch einem Ort? Ich will meine Rache und dann meinen Frieden. Okay. Ich darf nicht in die obere Stadt, dabei muss ich ganz dringend den Erzmagier treffen. Sag nichts, die elende Stadtwache lässt dich nicht durch. Ich lebe seit über 30 Jahren in dieser Stadt und war noch nie dort oben. Wir sollen zahlen, damit die hohen Herrschaften fein in ihrer oberen Stadt leben können. Aber reinlassen wollen sie uns nicht. Zum Glück zahle ich schon aus Prinzip keine Steuern. Gut. Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Magierdiplome haben Sie nicht zufällig. Oder vielleicht Einladungen des Erzmagiers. Sind geradeaus. Ich will doch nichts kaufen. Vielleicht später. Dann, ja. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Ja, das wird wohl sein müssen. Ja, dann da rein.
Ein Wetterquarz in einer Zaubererschule. Ob meine Eltern akzeptieren, dass ich anders bin? Oh. Ui. Ui. Okay. Ja. Kann ich dir helfen? Ah. Die Brille ist ja fancy. Was tragen Sie denn da für eine schöne Brille? Hm? Ach das. Das ist eine magische Brille. Damit können wir Magier unsichtbare Geheimschriften lesen. Sowas gibt's? Freilich. Viele Magier sind sehr misstrauisch und hüten ihr Wissen wie einen Schatz. Und was lesen Sie da? Kleinanzeigen im magischen Wochenblatt. Ui. Gut, dann... Ich muss ganz dringend zum Erzmagier, Meister Markus. Und warum behelligst du mich damit? Der Erzmagier und ich, wir sind nicht unbedingt die besten Freunde. Ohne ein Magierdiplom werde ich nicht in die obere Hälfte der Stadt gelassen. Verstehe. Und was soll ich dagegen tun? Ich dachte mir, naja, vielleicht könnten Sie mir ein Diplom leihen. Ich muss den Erzmagier nur ganz kurz sehen und ihm etwas geben. Etwas Wichtiges. Schon klar. Alles, was der Gute macht, ist schließlich wichtig, oder? Aber ich kann dir nicht helfen. Ich kann nicht einfach irgendwelchen Leuten Diplome ausstellen. Die Magiergilde hat mich sowieso schon auf den Kieker. So, dann... Gibt es denn gar keinen Weg für mich? Ich muss dem Erzmagier etwas geben. Ich werde es ihm nicht hochbringen. Und Jorge, der Krämer, darf nicht in die obere Stadt. Gib's der Stadtwache, die kann es hochschaffen. Na, dann würde ich das niemals geben. Das kann ich nicht. Ich habe geschworen, es dem Erzmagier persönlich zu geben. Dann, mein kleiner Freund, musst du wohl Diplom-Magier werden. Ja. Warum mögen Sie den Erzmagier nicht? Hat er Ihnen was getan? Nein, nein, es ist... Wir kennen uns nur schon verdammt lang. Unser ganzes Leben, könnte man sagen. Und er fällt mir auf die Nerven. Wieso? Sein erhobener Zeigefinger, sein Idealismus, sein... Er sieht immer nur das Gute in allem. Was ist falsch daran, an das Gute zu glauben? Nichts, habe ich auch mal. Aber wenn man sich ansieht, was aus dieser Stadt geworden ist, mit so vielen anderen Städten geschieht, dann muss man schon ein Idiot sein, um nicht an allem zu zweifeln. Ich habe keinen Grund dazu. Dann bist du ein glücklicher Gnom. Boah. Kann ich das Diplom-Magier werden? Diplom-Magier werden, meine ich? Na klar. Jeder kann doch alles werden, wenn er es nur genug will, oder? So ist es. Nein, so ist es nicht! Aber ich kann es versuchen. Die meisten haben nur so wenig Magie in sich, dass sie in ihrem ganzen Leben keinen einzigen Zauber zustande bringen. Ich will's versuchen. Das ist doch Blödsinn. Was soll ich sonst machen? Ich werde bestimmt nicht hier herumsitzen und nichts tun. Also... Wie kann ich Schüler werden? Also gut, Herr Gnom. Wilbur Wetterquarz. Wenn du an dieser vortrefflichen Zaubererschule aufgenommen werden willst, Wilbur, brauchst du drei Dinge. Du brauchst eine Magierrobe. Aber natürlich nicht irgendeinen Fummel. Was Repräsentatives aus magiegewirktem Stoff. Dann brauchst du einen Zauberstab. Das ist dein wichtigstes Werkzeug als Magier. Drittens... Okay. Einen Haufen Gold. Gold? Einen ganzen Haufen. Wenn ich schon meine Zeit verschwende, dann will ich wenigstens dafür bezahlt werden. Also schön. Und wie schnell kann ich dann mein Diplom bekommen? Das hängt ganz von dir ab. Als Schüler dieses Hauses kannst du jederzeit deine Prüfung ablegen. Einige schaffen es recht schnell, die meisten nicht. Ja, hast du vielleicht nicht noch eine alte Robe? Haben Sie nicht vielleicht noch eine alte Robe, die ich tragen könnte? Mit Sicherheit nicht in deiner Größe, kleiner Mann. Außerdem ist es Tradition, dass sich angehende Magier ihre erste Robe selbst schneidern. Kannst du das? Ich war immer gut in Handarbeiten. Das ist gut. Du kannst dir nicht vorstellen, wie albern viele Magier mit ihren selbstgeschneiderten Roben aussehen. Oder ohne, wenn ein Windstoß kommt.
Magierroben müssen aus einem besonderen Stoff geschneidert werden. Magiegewirktem Stoff. Er schützt dich vor vielen einfachen Zaubern und Flüchen. Aber dafür kann er auch nur mit einer magischen Nadel genäht werden. Also ich brauche magiegewirkten Stoff sowie Nadel und Faden. Das ist klar. Und ich brauche ein Schnittmuster. Immerhin kenne ich mich mit Magierroben nicht aus. Oh Gott, was man jetzt schon wieder alles braucht. Was brauche ich noch? Achso, ja. Gut, das weiß ich ja. Kann ich in der Schule einen Zauberstab kaufen? Oder wo gibt es die? Man kann nicht einfach irgendeinen Zauberstab kaufen. Der Stab muss zum Zauberer passen, verstehst du? Der Stab sucht den Zauberer aus, nicht umgekehrt. Frag mal Jorge, den Krämer, ob er ein paar Stäbe da hat. Es sind in letzter Zeit eine Menge gute Zauberer umgekommen. Vielleicht hast du Glück. Okay. Ich bin ein armer Gnom. Woher soll ich nur einen Haufen Gold bekommen? Wenn ich wüsste, wo hier in der Gegend Goldhaufen herumliegen, dann hätte ich mir selbst schon den einen oder anderen geholt, oder? Das ist wohl wahr. Kann ich meine Schuld nicht vielleicht bei Ihnen abarbeiten, nachdem Sie mich als Schüler aufgenommen haben? Ha! Mit ehrlicher Arbeit kann ein Gnom nicht so viel verdienen. Soll ich es etwa stehlen? Zwischen ehrlicher Arbeit und Stehlen gibt es noch viele Abstufungen. Nimm Wuppermann, den Schausteller. Er ist sehr reich. Und das ohne je gearbeitet zu haben und ohne jemals gestohlen zu haben. Wie geht das? Er kennt die Torheit der Leute und nutzt sie aus. Frag ihn. Wie finde ich ihn? Sein Wagen steht draußen auf den Auwiesen. Hier, nimm das. Eine Postkarte? Sie zeigt dir die wichtigsten Punkte hier in der Nähe an. Du kannst sie benutzen, um schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Okay. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Okay. Gar nicht wissen, was hier noch alles versteckt ist. Schafskelett. Lauter Anspielungen auf irgendwelche anderen Sachen. Ein geschorenes Schaf, glaube ich. Ein bisschen arg geschoren. Schafe sind gefährlicher, als man uns glauben machen will. Sie verbergen etwas, sagt Opa. Ja gut, wenn der was sagt. Kristallkugel. Eine schöne Kristallkugel auf einem kleinen Ständer. Sie sieht für mich völlig durchsichtig aus. Kein Nebel, kein brennendes Auge und keine Zukunftsvisionen zu sehen. Meister Markus, kann man mit der Kugel die Zukunft vorhersagen? Ach was, das ist alberner Hokuspokus. Dafür braucht man Teeblätter oder Tarotkarten. Das ist viel besser, und warum haben Sie dann die Kugel? War ein Werbegeschenk. Darf ich sie haben? Von mir aus. Juhu. Okay. Müssen wir, ach, die Landkarte. Seltsamer Spiegel. Was ist das? Ist das ein Spiegel? Ich kann mich in ihm nur schemenhaft erkennen. Okay. Der Rahmen ist massiv und mit allerlei Fratzen und Schädeln verziert. Und die Spiegelfläche fließt. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ja. Der Rahmen ist. Okay. Das braucht man bestimmt auch noch für irgendwas. Kochnische. Das ist eine Art Kochnische. Es gibt jede Menge Zutaten, die man im Kochtopf zusammenrühren kann. Ja. Dürfte ich vielleicht einmal kurz. Nein. Aber ich. Nur für Schüler. War ja fast klar. Okay, noch irgendwas? Nein. Bücherregal. Ich würde einiges dafür geben, in diesen Büchern zu lesen. Aber das dürfen bestimmt nur Schüler. Ich würde einiges. Ah, okay. Die Tafel, die sieht ja irgendwie cool aus. Vielleicht. Vielleicht ist sie mit magischer Kreide beschrieben. Sie ist leer. Aber sie hätte mit magischer Kreide beschrieben sein können. Eine stilechte Tafel für eine Zaubererschule. Mit dem Kopf sieht sie fast lebendig aus. Sie ist lebendig. Ui. Tatsächlich? Ja, und mit magischer Kreide beschrieben. Ich hab's gewusst. Gut. Was ist hier denn noch alles? Uiuiui. Schultisch. Wie viele junge Menschen hier wohl schon zu Zauberern ausgebildet wurden? Drei. Ui. Ui.
Futter rüber alles. Karton. Ein ranziger Karton mit einigen seltsamen Gegenständen. Die meisten sind ziemlich verstaubt. Mhm, dann schaffen wir es nicht. Meister Markus, was sind denn das für Sachen in diesem Karton? Ah, das ist nur alter magischer Krempel. Bedien dich. Sehr gut, danke. Hier ist eine Nadel und etwas Garn. Sehr gut. Und hier sind drei kleine Glaskolben mit farbigen Tränken. Alle mit Korken verschlossen. Der Rest scheint wirklich nur Krempel zu sein. Okay. Magisch, so wie der Faden glitzert und die Nadel schimmert, dürfte das magisches Nähzubehör sein. Genau, was ich brauche, um meine Magierrobe zu schneidern. Oh, ist doch schon mal gut. Dann haben wir das schon mal. Jetzt der Schafskopf. Unter dem Kopf hängt ein Holzschild mit einem Spruch. Das Schaf, der beste Freund des Magiers. Es beschützt uns, es hält uns warm. Ui. Das ist Ui so toll. Schafe sind ein wenig wie Kühe. Kleine, wollige Kühe. Aha. Ja. Okay. Gut, ist hier noch irgendwas? Also mit Schafen haben sie es ja hier irgendwie. Ein alter Stoff-Teddy, ein aufgerissener Lederbeutel, etwas Seife. Das interessiert mich alles nicht. Na gut, okay. Dann, ja. Na warte du. Was ist denn da los? Wow, ein super Schurke. Ich krieg dich noch. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, früher oder später bist du dran. Wo ist der jetzt hin? Wahrscheinlich hier rein, hä? Irgendwo dort in der Kanalisation hat der König der Diebe sein Reich. Mhm. Aber ich bin viel zu groß, um durch das Loch zu passen. Das dachte irgendwo ich mir dort in der, aber ich. Ja, okay, okay. Also irgendwas muss man damit machen. Klebeband? Nein. Hätte ja sein können. Trank. Eine Fiole mit einem roten Trank. Ich habe keinen Schimmer, was er bewirkt. Und ein blauer Trank in einer kleinen Fiole. Ja, okay. Ein hier grüner auch. Ja, okay. Ja, dann vermute ich mal zu diesem Wuppermann, der wieder heißt. Auwesen. Geh zum Schaustellerwagen. Na gut.